So. Ich bin wieder da. Wäre schön mit dir zu quatschen. Viel Spaß, und wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Okay, ich freue mich auf jeden Fall auch, dich bald wieder zu sehen. Falls ihr das auch nicht gesehen habt oder so. Oder es vielleicht gleich nachguckt oder sonst was. Vielen lieben Dank dafür. Nochmals vielen, vielen Dank. So. Ich würde mal sagen, weiter geht's. Und schauen wir mal, wie es jetzt gerade hier weiter vonstatten geht. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Yuri Fuyusakas Geschichte ist jetzt verfügbar. Und sie ist jetzt schon total müde. Passt zu mir. So, Slot 2 gespeichert. Ich weiß, das ist die Kinderkrankheit bei mir. Ich speichere immer in verschiedene Slots. Es ist schlimm. RPG-Krankheit. Die Geschichte von Yori Fuyusaka. ちゃんと前を見てないと危ないぜ。 Okay. Oh, ein bisschen wie Bunny. Nein. Erstmal verpennt. Aber den Jungen werden wir definitiv nochmal wiedersehen. Den wir vorhin gesehen haben. Miwako Savatari. うさみちゃん中学どこだったの？ああ、ちょっと遠いとこ、普通よ。やっぱり気になる。うさみちゃん、
何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね、廊下で親しそうに話してたから。あー、いや全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。Ach ja, die gute Miwako und ihre Liebesprobleme. Niedlicher Typ. Nandaro, ja, pari doki doki suru. Chanto o hanashi sureba yokatta. Seifuku mo chigatte ta shi. Koko no seito ja nai no kana. Obwohl, der hatte auch was Schwarzes an, ne? Also er war jetzt nicht auffällig gekleidet. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass er jetzt von den Schülern ist. Ich bin immer so müde, aber... Ich bin auch immer so müde. So ist es nicht, aber... Ich habe nur eine Träume. Ich habe mir immer wieder die Augen geöffnet. Seltsame Träume? Ich habe nur noch ein bisschen erinnert, aber... 昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。うん。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、行こう。Oh, Crepe, da hab ich richtig Bock drauf. 扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。うん、照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎、今時めったにお目にかかれないわ。Stimmt, das sieht ziemlich marode aus, wenn man sich das so vorstellt. Die Möbel sehen auch nicht gerade so aus, als wären das gerade die frischesten. Ich weiß jetzt nur nicht, es hat ja diese Tarnmuster da, aber ich glaube, das will einfach Rost und Dreck irgendwie auch darstellen. Das ist zumindest, was ich vermute. Die Tafel hat auch schon bessere Tage gesehen. Laternen, oh Gott, ja, Glühbirnen. Ja, sieht sehr sicher aus. には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。なんだ、es ist auch kein Wunder。なっちゃん、教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。
友達？うん、夏乃ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏乃ちゃん、こちらうさみちゃん。如月です。南夏乃です。よろしく。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。分かったわよ。あ、そうだ、前に行ってた猫、今学校で見たよ。え、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。その猫ちゃん知ってる？うん、黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ、ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。Na, finden wir die Katze? Ja, da ist sie doch. Ist sie doch. Mitsuketa Neko-chan. Dann gehen wir mal zu Neko-chan. こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして？分かってるだろう。黒部くんと網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？もっと確かめ合いたいんだ。付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。あ、冬坂さん。あ、冬坂。あのその愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え、続きをどうぞ。何か誤解してる。Oops. 俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？Wir haben ja auch seltsame Träume, ne? 毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから。Niedlicher Typ? Achso, ja gut. Nee, ich dachte, ich hätte vielleicht was Neues getriggert. Ja, sprechen wir die mal an.見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。え、驚いたことに倉部君も似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。うん、そう、僕は映画の影響だと思うけど。確かに倉部君と知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。
未来の？Schon merkwürdig, wenn alle dieselben Träume haben. Okay. Gut, relativ unspektakulär bisher, also bis jetzt. Also, was wir bisher herausgefunden haben, ist, Kurabe heißt nicht wirklich Kurabe und sie hat dieselben Träume wie die anderen beiden, wie also Amiguchi und Kurabe. Und sie hängen alle wohl mit der Zukunft zusammen. Und so ist auch tatsächlich dieses Spiel. Also man hat das Gefühl, dass man immer wieder von einer Zeitebene zur anderen Zeitebene immer wieder springt. Auch von der Handlung her. Aber je mehr und beziehungsweise je länger man das spielt, desto mehr Puzzleteile fügen sich zusammen zu einer Handlung. Das heißt, die Handlung bezüglich der Reihenfolge können wir anhand von Daten beziehungsweise auch von sämtlichen Sachen, die wir freischalten, auch in den Kämpfen, können wir sozusagen sämtliche Szenerien aus den Geschichten freischalten alles. Und irgendwann kommt eine chronologische Enzyklopädie, die sozusagen wirklich alles von Anfang bis Ende in chronologischer Reihenfolge bringt. Sei es in der kompletten Handlung oder man kann das zum Beispiel auch so machen, dass jeder Charakter seine eigene chronologische Abfolge hat. Ist natürlich erstmal anfangs, glaube ich, beim ersten Spielen erstmal verwirrend. Aber wenn man, glaube ich, aus diesem Prolog erstmal raus ist, versteht ihr wahrscheinlich, was ich damit meine. Deswegen, also nicht wundern, wenn ihr erstmal sagt, Moment mal, jetzt bin ich richtig confused. beziehungsweise richtig verwirrt. Wartet erstmal ab. Das kann ich euch empfehlen. Also, es ist eine ganz, ganz andere Form des Storytellings. Was nicht schlecht ist. Normalerweise kritisiere ich sowas, aber das ist eine Ausnahme. So, der Anfang vom Ende. Also wie es aussieht, gehen wir wieder in einem Kampfmodus. Und ja, würde ich mal sagen, starten wir einfach.